Nice. Gute Arbeit, Jungs. Der letzte Job lief gut. Es gibt keine Beweise oder Zeugen gegen uns. Dank eurer Überzeugungsarbeit machen die keinen Laut mehr. Danke, Boss. Wir wollten sie glücklich machen. Nun, das habt ihr geschafft. Aber heute geht es um etwas anderes. Pauli hat ein ziemlich interessantes Angebot. Ich habe einen Typen aus Kentucky getroffen, William Gates. Jeder weiß, dass die Leute in Kentucky den besten Whisky in den Staaten machen. Wie auch immer, der Typ hätte sich fast übergeben, als er den Fusel probiert hat, den Morello verkauft. Und er gab mir einen Schluck von dem Zeug, das sie da unten brauen. Vergesst es. Ich trinke nichts anderes mehr. Also habe ich ihn danach gefragt, okay? Er sagte, es sei gar kein Problem und er könnte mir so viel liefern, wie ich wollte. Stellt euch vor, was wir mit dem Zeug verdienen könnten. Also, ich habe eine LKW-Ladung bestellt. Ich habe mir gesagt, wenn die hier ankommt, können wir später einen größeren Deal machen. Das wäre sicher ein guter Ersatz für den Verlust von den kanadischen Zeugs. Gefällt mir. Gut gemacht. Hm? Mir auch. Und wir sacken jede Menge erstklassigen Stoff ein. Da freue ich mich schon drauf. Wo verstecken Sie das Zeug? Sie treffen uns in der großen Parkgarage. Wir müssen vorsichtiger sein als beim letzten Mal. Ihr fahrt mit zwei anderen Jungs im Auto dorthin. Die werden euch auf dem Rückweg eskortieren. Ihr drei holt den LKW ab und bringt ihn in unser Lagerhaus in Hoboken. Die Jungs sind bereits draußen im Hof und warten im Wagen. Und bringt mir eine Flasche, damit ich endlich was Ordentliches trinken kann. Verlassen Sie sich drauf, Boss. Oh Mann, ich weiß, welche Mist. Und sie gefällt mir so gar nicht. Steig ein, wir holen ein bisschen Medizin. Hier, Tom. Das könnte nützlich sein. Danke. Oh Mann, 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 oh Mann. Rosa, die... Besser sein als das kanadische Zeug, ja? Na gut. Wartet hier auf uns, Jungs. Wir sind gleich wieder zurück. Folgt uns einfach, wenn wir herausfahren. Dann versuchen wir es mal beim Lagerhaus. Alles klar, Boss. Oh, kann eigentlich schief gehen, oder? Außer natürlich, Mafia funktioniert nicht mehr. Das ist, ja, ziemlich doof, ne? Na gut. Warum nimmt der Herr Monitor auf? Mal gucken. Laden. Ein großer Deal. Parkplatz. Finde Bill und mach den Deal. Geht klar. Sie werden bereits erwartet, Mister. Hier gibt's Medis. Immer gut zu wissen. Ein Stockwerk. Okay. Genervte Texturen. Okay. Bin mal gespannt. Hallo Bill. Schön, dich wiederzusehen. Hi Pauli. Das hier sind meine Partner und gute Kumpels. Haben auch eine Schwäche für guten Whisky. Und eure ist gut. Das stimmt, er ist gut. Die Hauptsache ist, dass Don Salieri ihn auch mag. Schließlich finanziert er den ganzen Handel. Hier ist eure Bezahlung für die erste Ware.
Richtet Mr. Salieri meine Grüße aus. Mit Leuten wie ihm mache ich immer gerne Geschäfte. Das glaube ich, Bill. Vielleicht ist das euer Glückstreffer. Wenn die kleine Lieferung gut für uns läuft, bestellen wir beim nächsten Mal eine Menge mehr. Ja. In Deckung! Was ist los? Verdammt, wer sind die? Feuer! Tötet die Schweine! Oh, fuck. Mist! Deckung! Ach, dann hoffe ich, dass die Zwillinge nicht sterben, ne? Halt mich noch ran. Okay. Na gut, das war jetzt erste Stockwerk. Lief ja eigentlich ganz gut, oder? Lief gar nicht gut. Also gibt es hinten Medis. Ob da die zwei verrecken jetzt nicht. Oh, danke schön. Jetzt seid ihr gut da. Oh, 45 und 84. Wollte uns gerade erschießen und jetzt sollten wir im Arzt rufen. Die Leben der anderen zwei sind noch gut. Irgendwie durch? Gibt es einen anderen Weg? Oder ein paar Medis? Olli kommt hier auch durch. Der
wird kein Millionär mehr. Was zum Teufel war das, Pauli? Wer waren diese Typen? Wie soll ich das wissen? Okay, okay. Wir können hier nicht rumstehen, dass noch mehr von den Typen auftauchen. Holen wir den Laster und hauen ab. Tom, du fährst. Ich folge dir in einem der anderen Autos. Wo ist der Laster? Hä? Hat der jetzt oben? Steht der Laster. So, wir kommen zu Dorsch. Thompson ist voll. Ja. Dann. Das sieht gut, ne? Die Beschleunigung ist echt nicht schlecht. So, aber mal gesehen, da gibt's Medis. Ja, ne? Ja, aber Mensch, mach nicht viel Stress. Na gut. Oh, unsere zwei Kollegen sind ja auch dort. Das wird ja nicht so toll. So. Kleiner Ladebildschirm. Wir müssen nach Hoboken, ne? So, solange wir nicht abgeht, können wir uns ja ins Tempolimit halten, oder? Und das sind schon die ersten. Also machen wir einen flinken Schuh, würde ich sagen, oder? Hauptsache, der stirbt da hinten nicht, wenn wir jetzt einfach abhauen. Hinter uns kommt einer. Konnten wir einen Unfall gebaut hat. Sehr gut. Gefällt mir. Polizei ist also doch da. Ich dachte, die wäre eventuell deaktiviert jetzt. Ja, ich hab keine Zeit für deinen Blödsinn. Pauli, nicht auf die Polizisten schießen. Und gib Gas. Du, du, du,
Hoppala. Gib Gas, Mann! Ja, was denkst du, was ich hier tue? Idiot, fahr! Oh, ja, 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 ich muss... Ich übe es ja anhänglich für dich kleppen! Ja! Idiot, fahr! Das ist schon dabei! Was war denn das jetzt? Wo wollten die denn nicht umfallen? Ist der Zeit falsch? Achtung! Idiot, fahr! Die Typen sind anhänglich für die Kleppen! Kann ich den nicht einfach gleich erschießen? Von Chapé noch. Ach, bin gewechselt. Nein, Mafia funktioniert nicht mehr. Ach, verdammt. Das ist nicht wahr. Mann! Ja, das hat ja eigentlich soweit ganz gut funktioniert. Geht gleich los, Pauli. Niemand gesehen. So, jetzt ist die Frage, ob es die einzigen waren oder ob wir einfach welche spawnen. Wenn das die einzigen waren, dann haben wir jetzt ruhiges Leben. Ein sehr ruhiges Leben sogar.
Scheint echt keiner mehr hinter uns zu sein. Die Karre bloß mal zurückbringen. Ja, keine Zeit. Ja, da alles Paletti aus hier. Aber wer war das jetzt? Eine Polizei war es auf jeden Fall nicht. Aber ich denke mal, darum werden wir uns kümmern. Das wird Salieri nicht auf sich sitzen lassen. Und sehe, jemand versucht, unsere Ware abzunehmen. Schon wieder. Na gut. Der Possession durch die Stadtgurken, ey, meine Güte. Hoppalapp! Pass bloß auf! Ja. Oh, moin! Okay, das wär's. Ah, sind wir schon da. Das lief doch, ne? Sieht aus, als wäre Morelle uns mal wieder in die Quere gekommen, Boss. Wir können das Pech offenbar nicht abschütteln. Jungs, ihr werdet es nicht glauben, aber diesmal ist es andersherum. Hä? Der Einzige, der dieses Mal Pech hatte, war Morello. Was? Ich habe herausgefunden, wer unser Mr. Gates war. Und? Gates kam gar nicht wirklich aus Kentucky. Er war ein kleiner Dieb, der Morellos Ware geklaut hat und sie an uns weiterverkaufen wollte. Morello weiß nicht, dass er uns einen Deal versaut hat. Er glaubt, dass wir eine Ladung seines teuersten Whiskys geklaut haben. Ich wette, der Bastard ist jetzt glücklich. Unglaublich. Also war Bill nicht mehr als ein gerissener Gauner, der andere Gauner bestiehlt. Na, das ist ja nochmal gut gegangen. Darauf trinken wir. Auf einen weiteren Erfolg, Jungs. Salute. Hm? Heißt aber, Morella hat besseren Whisky als wir, oder? Oder nicht? Und das Ende der Prohibition 33. Das haben sie wohl auch nicht gerade gefeiert, ja? Das Ende der guten alten Tage. Ja, nicht gefeiert, aber es war nicht nur schlecht. Sarah und ich konnten endlich heiraten und wir bekamen eine Tochter. Es war eine gute Zeit. Aber die Geschäfte gingen weiter. Während der Prohibition hatten wir einen Haufen Geld verdient, das wir jetzt in andere Deals investierten. Viele von denen waren legal. Wir hatten reguläre Unternehmen wie Bau- und Transportfirmen, Restaurants, wir leiteten Gewerkschaften. Und natürlich gab es das Glücksspiel, die Wetten, die Lotterien. Es ging uns eigentlich wirklich gut. Wir versuchten, die Finger von Drogen zu lassen, auch wenn das nicht immer einfach war. Mhm. Kommen Sie, Geschäft ist Geschäft, oder? Da liegen Sie völlig falsch. Die Cosa Nostra ist nicht wie die Japaner oder Chinesen. Drogen bringen vielleicht eine Menge Kohle. Mit Drogen kommt das ganz große Geld, aber noch größere Probleme. Wenn jemand wegen Drogen ein Problem mit der Polizei kriegt, kann er nur eins tun, es zugeben. Sonst schnappt ihn seine Familie und macht ihn kalt. Drogen sind tabu. Ja, klar. Gibt es so etwas wie ein hohes Tier, das darüber urteilt? Sowas in der Art. Die führenden Familien wählen einen obersten Chef. Die kümmern sich um die großen Probleme und stellen die Spielregeln auf. Also haben Kriminelle ihre eigenen Gerichte, die Gesetze machen und Urteile fällen?
Das ist ja großartig. Gesetze sind nicht unabänderliche heilige Worte. Jedes Land der Welt hat seine eigenen. Es muss nur jemand mit einer Menge Macht seinen eigenen Willen durchsetzen. Es hängt von dem Menschen ab, ob sie ihm blind gehorchen oder tun, was sie selbst wollen. Warum sollte sich der Don einschränken? Die Mafia hat die Prohibition mit ihren eigenen Gesetzen überstanden. Eine Handvoll armer, ungebildeter Einwanderer aus Sizilien war stärker als das Gesetz, die Gerichte und die Polizei hier in den Staaten. Das erforderte großen Einsatz. Was mit Morden? Mit dem Leiden, das sie verursacht haben? Glauben Sie, dass die Mafia nur unschuldige Menschen umbringt? Die Mafia bestraft diejenigen, die Gesetze brechen. Und die Mehrzahl ihrer Gesetze auch. Leider können wir niemanden ins Gefängnis stecken oder Bußgelder kassieren. Jeder, der kommt und für uns arbeitet, weiß, was ihn erwartet, wenn er das Gesetz bricht. Menschen lügen und stehlen und es gibt jede Menge Ganoven, die sich etwas darauf einbilden, dass sie die Mafia bestohlen haben. Genau wie die Mafiosi, die sich darüber freuen, dass sie den Staat übers Ohr gehauen haben. Und was ist mit all den Bestechungen, Raubzügen und Überfällen, ha? Hey, die Bullen sind auch keine Heiligen. Kein Don schickt seine Männer los, um Leute zu erschrecken. Und was die Leute für sich tun, geht uns nichts an. Und die Bestechungen? Die meisten Leute kommen von allein zum Don und bitten um Rat und Hilfe. Und sie zahlen gerne dafür. Der Don ist eine geachtete Persönlichkeit. Aber nicht jeder Don ist wie Don Salieri. Das ist die Wahrheit. Na bitte. Ihr System funktioniert, aber wissen Sie warum? Weil ihr eine Bande selbstsüchtiger Mörder seid, die nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht ist. All der Einsatz nur, damit ihr wie die Schweine in der Scheiße leben könnt. Deshalb seid ihr so erfolgreich. Ihr kümmert euch nur um euresgleichen. Wir kümmern uns um alle. Ein paar Bullen müssen Recht und Ordnung für alle schützen und das ist ein viel härterer Job. Das ist wahr, aber der Don braucht ihren Schutz ganz sicher nicht. Er kann selbst auf sich aufpassen. Und was ist mit Ihnen? Warum sitzen wir hier?